بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine lieben Geschwister. Erst einmal wünsche ich euch nachträglich ein gesegnetes Opferfest. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns allen die guten Taten annehmen in dieser gesegneten Zeit. Und es kommt jetzt auch wieder eine gesegnete Zeit, der Monat al-Muharram, insha'Allah ta'ala, der ja in wenigen Tagen auch, wann genau? In fünf Tagen, insha'Allah ta'ala, beginnen wird, wo es wieder auch segensreiche Tage geben wird, in denen wir uns Allah Ta'ala nähern können, wie Ashura. Und wir wollen heute, insha'Allah Ta'ala, nach einer etwas längeren Pause, einer etwas längeren Sommerpause, heute wieder, insha'Allah Ta'ala, mit unserer Reihe über die Sira, die Biografie unseres Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sprechen und diese fortführen. Und wir sind ja heute bei der 10. Einheit. Wir werden ja versuchen, insha'Allah ta'ala, so gut wir können, die Sira auf 25, vielleicht 30 Einheiten zu beschränken, sodass wir sie relativ kompakt haben. Und wollen uns heute, insha'Allah ta'ala, mit einer ganz neuen Phase im Leben unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam als Prophet beschäftigen. Vielleicht kurz zur Erinnerung, weil das jetzt schon etwas länger her ist. Wir hatten das letzte Mal darüber gesprochen gehabt, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam die erste Generation von Muslimen für den Islam gewonnen hat. Und noch viel wichtiger, wie er es geschafft hat, sie zu erziehen. Und vielleicht erinnert sich noch jemand daran oder hat auch vielleicht mitgeschrieben, wie viele gehören dann zu dieser ersten Generation? Ar-Ra'il al-Awwal, circa. Wie viele hatten wir ungefähr gezählt gehabt? Kann sich jemand dunkel daran erinnern? Circa, ungefähr. Nenn Rate. Ja, 70, gut geraten. Ja, es waren circa 70 gewesen, plus, minus. Plus, minus. Man kann das nicht mit Bestimmtheit sagen, dass es genau 70 waren. Aber es waren circa 70 Muslime gewesen. Und das Interessante ist, dass diese erste Generation eine ganz besondere Generation gewesen ist. In jeder Hinsicht. Es ist eine Generation, unter der es keinen einzigen Abtrünnigen gab, der später vom Islam abgefallen ist. Es ist eine Generation, welche das Fundament der Gemeinschaft, der neuen Gemeinschaft darstellte, auf der alles basierte. Und man kann eigentlich auch sagen, es ist jene Generation, über die Allah Ta'ala im Koran sagte, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ihr seid die beste Gemeinschaft, welche für die Menschen hervorgebracht wurde. Diese erste Generation ist in jedem Fall damit gemeint. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er kümmerte sich in den ersten 3 Jahren um diese ersten 9 Muslime. Er zog sie im Haus von einem Jugendlichen. Wie hieß dieser Jugendliche und wie? Al-Arqam ibn Abi al-Arqam, dessen Haus bei As-Safa gewesen ist. Und der auch nicht zur Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam gehörte, sodass die Menschen in Mekka erst gar nicht auf die Idee kamen, dass sich dort die Muslime hätten treffen können. Aber ganz, ganz wichtig, er erzog sie im Geheimen. Und in den ersten 3 Jahren wurde die Botschaft des Islam im Geheimen unter 4 Augen verkündet. Sie wurde relativ schnell bekannt. Und wir müssen davon ausgehen, wie wir gleich auch in einigen Berichten sehen werden, dass die Menschen in Mekka Bescheid wussten, dass es eine neue Bewegung gibt. Diese Bewegung war zwar ärgerlich gewesen für die Mekkaner,
aber stellte aus ihrer Sicht noch nicht wirklich eine Gefahr dar, weil es sich um einzelne Personen handelt, weil niemand in die Öffentlichkeit trat und die Menschen öffentlich zu dieser Botschaft aufforderte. Und dementsprechend duldeten sie diese neue Bewegung. Aber jetzt erhält unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine klare und deutliche Botschaft und Aufforderung von seinem Schöpfer. Und zwar circa nach 3 Jahren geheimer Verkündung erhält unser Prophet sallallahu alaihi wasallam folgende Offenbarung. In Surat Ash-Shu'ara, die Dichter, im Vers Nummer 214, sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und fordert ihn direkt auf: وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, und warne deine nahe Verwandtschaft. Und warne deine nahe Verwandtschaft. Für unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam war dies eine klare Aufforderung gewesen. Und anhand dieser Entwicklung lernen wir auch etwas sehr, sehr Wichtiges, nämlich den richtigen Umgang mit dem Koran. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat sich immer an das gehalten, was Allah von ihm verlangt hat. Allah Ta'ala, er hat von ihm verlangt, die Botschaft zunächst erst einmal geheim zu verkünden. So war er nicht voreilig gewesen und hat gesagt: Nein, ich möchte jetzt sofort mit dieser Botschaft an die Öffentlichkeit gehen. Sondern er wusste, dass hinter diesem Gebot auch eine Weisheit steckt. Und hat dementsprechend geduldig die Botschaft im Geheimen verkündet. Heutzutage gibt es manche Jugendliche, welche nicht bereit sind, auf die Weisheit der Gelehrten zu hören. Und das hat unter anderem dazu geführt, dass manche von ihnen keine Geduld hatten und sich extremistischen Gruppierungen angeschlossen haben, welche ihnen weisgemacht haben und welche ihnen versprochen haben, dass sie diejenigen sind, welche die Muslime zum lang ersehnten Kalifat führen werden. Und dementsprechend schlossen sie sich diesen Gruppen an, obwohl die Gelehrten dieser Umme, dieser Gemeinschaft, sie warnten und sagten: Die sind Extremisten. Die Muslime sind noch lange nicht so weit. Wir müssen zunächst erst einmal mit uns selbst anfangen. Wir müssen zunächst erst einmal bei unseren Familien anfangen. Und dann können wir irgendwann einmal beginnen mit der Gesellschaft. Aber dies braucht seine Zeit. Aber viele wollten nicht hören. Ihm fehlte einfach diese Weisheit der Gelehrten. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, obwohl er voller Eifer diese Botschaft verkünden wollte und von ihr überzeugt war und sicher war, dass diese Botschaft von Gott stammt, geduldete sich, bis Allah Ta'ala ihm die Erlaubnis gab, mit dieser Botschaft an die Öffentlichkeit zu treten. Und das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Ich als Muslim sollte immer schauen: Was sagt eigentlich Allah Ta'ala zu mir? Wie sollte ich mich verhalten in einer bestimmten Situation? Und sollte mich dementsprechend auch daran halten. Und wie verstehe ich die Worte Allahs, indem ich Menschen habe, welche mehr Wissen haben als ich? Welche eine gewisse Weisheit haben, welche sie sich im Laufe der Jahrzehnte angeeignet haben durch ihr langes Studium und durch ihre Lebenserfahrung? Und sollte dann versuchen, meine Energie als Jugendlicher zu nutzen, um in diesem Rahmen, den mir Allah Ta'ala vorgegeben hat, etwas für meinen Glauben zu tun, um mich einzusetzen für meinen Glauben. Und jetzt kommt was? Jetzt kommt die neue Aufforderung. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er zögert nicht lange. Und genau das ist es, worum es geht. Dass ich als Muslim immer bereit bin, wenn Allah Ta'ala von mir etwas verlangt, dann bin ich bereit, das umzusetzen. Ich rede nicht viel. Umgekehrt gibt es auch viele, die reden. Die sagen: Ich würde tun. Ich würde jenes machen, wenn ich nur die Möglichkeit hätte. Und jetzt hat er die Möglichkeit, etwas zu tun, beispielsweise in seiner Moscheegemeinde. Aber dann plötzlich heißt es:
Ich habe keine Zeit, ich bin beschäftigt. Ich habe andere Verpflichtungen, die ich tun muss. Und Allah subhanahu wa ta'ala erwarnt uns davor, indem er nämlich sagt, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. O, die ihr glaubt, warum sagt ihr etwas, was ihr nicht tut? Warum wurde dieser Vers offenbart? Weiß das jemand? In Surat As-Saff. Wir hatten schon einmal über diese Sura gesprochen gehabt. Warum wurde dieser Vers offenbart? Ja. Genau, das war in der Phase, wo sich die Muslime nicht wehren durften. Genau dieses Beispiel. Genau in der Phase, wo sie sich nicht wehren durften. Und dann kam die Aufforderung, dass sie es tun dürfen. Und dann hieß es plötzlich, nein, wir können nicht. Ein Muslim sollte zu seinen Worten stehen. Und ein Muslim sollte immer bereit sein, das umzusetzen, was Allah Ta'ala von ihm verlangt hat. Und deswegen, als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam diesen Vers offenbart bekommen hat, in Surat Ash-Shu'ara, die Dichter, was tat er? Er setzte ihn sofort um. Und das allererste, was er tat, war was gewesen? Er lud seine enge Verwandtschaft zu sich nach Hause ein. Es gibt eine Überlieferung bei Ibn Athir, wo genau beschrieben wird, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das getan hat. Und zwar wird von Ja'far ibn Abdillah überliefert, als Allah subhanahu wa ta'ala diesen Vers وَأَنذِرْ عَشِرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ offenbarte, اشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَضَاقَ بِهِ ذَرْعَ, fiel ihm das schwer. Warum fiel ihm das schwer? Es fiel ihm nicht schwer, die Botschaft an seine Verwandtschaft zu übermitteln. Sondern er war sich bewusst gewesen, was dies für eine Verantwortung gewesen war. Und er machte sich Sorgen, dass sie seine Worte eventuell nicht akzeptieren werden. Weil er wusste, es gibt in seiner Familie Menschen, welche ihm gegenüber und seiner Botschaft feindlich gegenüberstehen. Und es gab schon einige Situationen, aus denen das hervorgegangen ist, wie beispielsweise sein Onkel Abu Lahab. Und es kam dann seine Tanten väterlicher Seite, Ammatuhu, zu ihm zu Besuch, weil sie dachten, er wäre krank. Aber der Prophet sallallahu alaihi wa sallam antwortete ihnen und sagte, Mashtakaytu shay'a, ich bin gar nicht krank. Walakin Allah amarani an unzir ashirati al-aqrabin. Aber Allah, er hat von mir verlangt, dass ich meine nahe Verwandtschaft einladen soll und sie warnen soll. Und das fiel dem Propheten schwer, weil einem fremden Menschen einzuladen zum Islam, fällt einem Menschen häufig viel leichter als seine eigene Familie. Deine Familie kennt dich. Sie weiß, welche Fehler du hast. Sie weiß, welche Schwächen du hast. Und häufig ist es so, dass sie sich nicht ernst nehmen. Häufig ist es so, dass du gerade bei ihnen auf Ablehnung stößt, wenn du mit etwas Neuem kommst. Sie werden dir sagen, wir haben dich so und so erzogen, jetzt kommst du mit etwas plötzlich ganz Neuem. Glaubst du etwa, du wärst klüger als wir? Glaubst du etwa, du würdest diese Welt besser verstehen als wir, die 20 Jahre älter sind als du? Das ist nicht einfach. Was sagten daraufhin seine Tanten zu ihm? Sie sagten, lade sie doch einfach ein, aber lade nicht Abu Lahab ein. Weil sie ganz genau wussten, dass Abu Lahab die ganze Zeit über seinen Neffen Muhammad sallallahu alaihi wa sallam schlecht gesprochen hat. Weil er so und so nicht auf sich hören wird. Woraufhin er sie einlud, und es waren um die 45 Männer gewesen, wie es überliefert wird. Es waren um die 45 Männer gewesen, welche dann zu einem Festmahl unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bei ihm zu Hause kamen. Aber wer war trotzdem dabei gewesen, obwohl er nicht eingeladen war? Und das deutet auch auf seinen Charakter hin. Abu Lahab kam trotzdem. Er war nicht eingeladen, aber er kam trotzdem. Es gibt solche Menschen, subhanallah. Deiner eigenen Familie, ja? Jetzt komme ich erst recht. Ich bin nicht eingeladen, jetzt komme ich erst recht. Und das allererste, was Abu Lahab zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam sagte, Ha'ula'i hum umumatuk. Das sind alles deine Verwandten väterlicherseits. وَبَنُ عَمِّكْ, und deine Cousins, väterlicherseits. وَدَعِ الصُّبَاهِ, und lass diese Kinderspielchen. الصُّبَاهِ, lass diese Kinderspielchen beiseite. Was willst du uns hier erzählen? Das war das allererste, was Abu Lahab zu ihm sagte. Und
Er führte dann noch weiter aus: وَعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ لِقَوْمِكَ فِي الْعَرَبِ قَاطِبَةً طَاقَ وَأَنَّ أَحَقَّ مَنْ أَخَذَكَ فَحَبَسَكَ بَنُوا أَبِيكَ. Und wisse, dass deine Familie nicht dich gegen die gesamten Araber und die arabischen Stämme stellen kann, und diejenigen, die dich am ehesten davon abhalten sollten und dich gefangen nehmen sollten, sind deine eigene Familie. Harte Worte. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam das hörte, sagte er gar nichts mehr. Die Leute aßen und gingen wieder. Aber unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er gab nicht auf. Sondern wie es überliefert wird, ebenfalls bei Ibn Athir, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie ein weiteres Mal eingeladen. Das ist jemand gewesen, der überzeugt war. Und das zeigt uns noch etwas ganz Wichtiges. Es gibt manchmal Situationen, wo es sinnvoll ist, zu schweigen. Es gibt Situationen, wo es sinnvoll ist, nichts zu sagen. Warum? Weil die Situation einfach nicht geeignet ist, um dem Menschen irgendetwas vom Islam zu erzählen. Wenn du also merkst, in einer bestimmten Situation, die Leute hören dir so und so nicht zu. Oder es gibt einen Querulanten oder irgendjemanden, der die ganze Zeit, dann bringt es nicht, dann sag lieber gar nichts, das ist besser. Weil sonst hältst du vielleicht die Leute erst eher von deiner Botschaft ab. Und demnach ist es ganz, ganz wichtig, dass du die geeignete Situation auswählst. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er lud sie jetzt ein zweites Mal ein. Aber diesmal war er derjenige gewesen, der angefangen hat zu reden. Direkt als sie anfingen zu essen, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam folgende Worte: Alhamdulillahi ahmadu. Alles Lob gebührt Allah. Ich lobpreise ihn. Wa astainuhu. Und ich suche Hilfe bei ihm. Wa u'minu bihi. Und ich glaube an ihn. Wa atawakkalu alayhi. Und ich setze mein Vertrauen in ihn. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Und ich bezeuge, es gibt keinen Gott außer Allah. Er ist allein und hat keinen Partner. Und dann sagte er: Inna ar-ra'id la yakdhibu ahlahu. Ar-ra'id ist jemand, der führt. Der wird seine Familie nicht belügen. Wallahi alladhi la ilaha illahu. Bei Allah. Es gibt keinen Gott außer ihm. Inni rasulullahi ilaykum khassatan wa ila an-nasi amma. Ich bin der Gesandte Allahs zu euch im Spezifischen, als meine Familie, als mein Stamm und zu der gesamten Menschheit als Ganzes. Was ganz, ganz Wichtiges. Es gibt viele Orientalisten, die behaupten, gerade diejenigen, welche sich mit der Biografie des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auseinandersetzen, dass dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht vom ersten Moment bewusst gewesen war, ein Prophet für alle Menschen gewesen zu sein. Weil sie davon ausgehen, dass er nicht wirklich ein Gesandter Gottes ist. Und dementsprechend sagen sie, es gab in seinem Leben eine gewisse Entwicklung. Erst einmal wollte er nur eine Botschaft für die Araber, und später erst, als er gemerkt hat, dass seine Botschaft erfolgreich war und sich verbreitete, wurde er plötzlich zu einem Propheten für alle Menschen. Nein, vom ersten Moment an, die erste Rede, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam an seine Familie, seinen engen Verwandten richtete, war was gewesen? Ich bin der Gesandte Allahs zu euch im Speziellen, weil ihr die ersten Zuhörer seid, die ersten Menschen, welche ich jetzt öffentlich zum Islam einlade, aber im Allgemeinen zu der gesamten Menschheit. Dem Propheten sallallahu alaihi wasallam war dies vom ersten Moment an bewusst gewesen. Es kam nicht später, dieses Bewusstsein. Es war vom ersten Moment an vorhanden gewesen. Er ist das Siegel der Propheten, und er wurde an die gesamte Menschheit und sogar an die Jinn gesandt. Und daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und er wollte sie jetzt ermahnen, ihre Herzen ergreifen: Wallahi latamutunna kama tanamun. Bei Allah, ihr werdet sterben, wie ihr schlaft. Und ihr werdet auferstehen am jüngsten Tag, genauso wie ihr nach eurem Schlaf aufwacht. Und ihr werdet zur Rechenschaft gezogen für das, was ihr getan habt. Und es ist entweder das Paradies für ewig oder die Hölle für ewig. Kurze Worte, kurze Sätze, die es aber in sich haben. Eine kurze Predigt,
Nicht einmal eine Minute dauert sie. Und das war auch wichtig gewesen. Warum? Weil er wusste, es sind vor ihm Leute, die eventuell nicht zuhören werden. Oder er wird wieder unterbrochen. Und dementsprechend hat unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam versucht, die gesamte Botschaft in wenigen Worten zusammenzufassen. Was finden wir in dieser Rede? Wir finden erst einmal den Glauben an Allah. Wir finden in dieser Rede Beweise dafür, dass er ein Gesandter Gottes ist. Wir finden in dieser kurzen Rede, dass er der Gesandte Gottes an alle Menschen ist. Wir finden in dieser Rede, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und dass es eine Hölle und ein Paradies gibt. Kurze Worte. Und nicht nur das, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat es in diesen kurzen Worten sogar geschafft, Beispiele aus dem Alltag zu geben für die Auferstehung. Für jemanden, der sich nicht vorstellen kann, dass es so etwas wie eine Auferstehung gibt. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er gibt dir ein kleines Gleichnis. Die Auferstehung ist, wie als würdest du schlafen und wieder aufstehen. Wenn ich schlafe, befinde ich mich auch in einem Zustand, der dem Tod ähnelt. Und wenn ich aufstehe, ist das ähnlich. So als würde ich am jüngsten Tag auferstehen. So muss ich mir das ungefähr vorstellen. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat alles in wenige Worte gepackt. Und jetzt antwortet Abu Talib diesmal zuerst, nicht Abu Lahab. Abu Talib kommt jetzt seinem Bruder Abu Lahab zuvor, indem er nämlich sagt, مَا أَحَبَّ إِلَيْنَا مُعَاوَنَتُكَ. Es gibt nichts, was wir mehr lieben, als dich zu unterstützen. وَأَقْبَلَنَا لِنَصِيحَتِكَ. Und wir werden, es wird niemanden geben, der deine Ratschläge eher annehmen wird als wir. وَأَشَدَّ تَصْدِيقِنَا لِحَدِيثِكَ. Und es wird auch niemanden geben, der deine Worte eher akzeptiert und glaubt als wir. وَهَاؤُلَاءِ بَنُوا أَبِيكَ مُجْتَمِعُونَ. Und hier sind deine Onkels und deine Cousins versammelt. وَإِنَّمَا أَنَا أَحَدُهُمْ. Und ich bin nur einer von ihnen. غَيْرْ أَنِّي أَسْرَعُهُمْ إِلَى مَا تُحِبْ. Außer, dass ich der Schnellste bin zu dem, was du willst. فَمْضِ لِمَا أُمِرْتَ بِهِ. So tu das, was dir befohlen wurde. فَوَاللَّهِ لَا أَزَالُ أَحُوطُكَ وَأَمْنَعُكَ. Bei Allah, ich werde dich immer umgeben und ich werde dich immer beschützen. غَيْرْ أَنَّ النَّفْسِ لَا تُطَوِعُنِي عَلَى فُرَاقِ دِينِ عَبْدِ مُطَّلِبِ. Nur das Problem ist, ich schaffe es nicht, die Religion von meinem Vater Abd al-Muttalib zu unterlassen. Subhanallah. War ehrlich gewesen, aber er hat es nicht geschafft. Er meinte, er war ganz ehrlich gewesen. Ich werde dich beschützen. Ich finde das gut, was du sagst. Ich unterstütze das, aber trotzdem bleibe ich immer noch ein Muschrik. Ich bin nicht bereit, die Tradition meiner Vorväter aufzugeben. Und Abu Lahab antwortet jetzt und er ist zornig und sagt, هَذِهِ وَاللَّهِ السَّوَى. Das ist Wallah, das ist die Schande überhaupt. خُذُوا عَلَى يَدَيْهِ قَبْلَ أَن يَأْخُذَ غَيْرُكُمْ. Halt ihn ab. Ja? Also خُذُوا عَلَى يَدَيْهِ, haltet deine Hand fest. Ja? Also mit anderen Worten, versucht ihn, wie kann man das auf Deutsch schön sagen? Halt ihn im Zaum. Ja? Bevor das jemand anderes als euch tut. Woraufhin Abu Talib seinem Bruder antwortete, وَاللَّهِ لَنَمْنَعَنَّهُمَا بَقِينَ. Bei Allah, wir werden ihn beschützen, solange wir noch leben. Ja, Salam. Und hier sehen wir etwas ganz Wichtiges, meine lieben Geschwister im Islam. Schaut mal, es ist eine Familie. Eine Familie. Es ist eine Sitzung. Aber wir haben zwei Parteien. Beide glauben nicht an den Islam, beide sind nicht Muslime. Aber zwischen ihnen ist ein Unterschied zwischen Himmel und Erde. Der eine ist bereit, seinen Neffen zu unterstützen. Und der andere, er verflucht ihn. Schaut mal. Und bekämpft ihn mit allen Mitteln, die er besitzt. Was lehrt uns das? Was lehrt euch das? Was würdet ihr für eine Lehre daraus ziehen? Auf uns bezogen heutzutage. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Etwas, was viele Menschen heutzutage, viele Muslime, leider heutzutage falsch machen. Ja. Es sind nicht alle Nicht-Muslime gleich in Bezug auf den Islam. Genauso wie wir nicht wollen, dass wir ja, zu einem, wie hat das der eine genannt? Das ist ein sehr, sehr schönes Wort gewesen. Wie hat er das genannt? Durch dieses, das Buch von Sarrazin. Ja, da werden ja alle im Grunde genommen über einen Kamm geschert und dann hat jemand ein schönes Wort erfunden. Wie heißen denn, es gibt, wie nennt man denn die Menschen im Lateinischen?
die Menschen im Lateinischen, wie nennt man das? Es gibt einen lateinischen Begriff für Mensch. Und er hat ihn irgendwie Koranikus genannt, aber noch ein Wort davor. Homo Koranikus, genau. Ein Homo Koranikus. Alle Muslime sind gleich. Alle Muslime sind gleich. Ja? Alle Muslime denken gleich. Alle Muslime sind Terroristen. Alle Muslime sind Frauenunterdrücker. Ja? Homo Koranikus. Ja? Alles gleich, kein Unterschied. Wir wollen auch nicht, dass wir so behandelt werden. Dass die Leute über uns so denken. Jeder von uns ist ein Individuum. Und es gibt so viele verschiedene Islamverständnisse und Auslegungen des Islam. Aber leider wird alles auf was beschränkt? Auf Daesh. Alle Muslime sind wie Daesh. Alle Muslime sind wie der IS. Wir dürfen nicht denselben Fehler machen. Wir haben in einer Familie um den Propheten zu Hause jemanden, der den Propheten unterstützte, bis zu seinem Lebensende, obwohl er nicht Muslim blieb. Und jemand, der ihn bekämpfte mit allen Mitteln, die er besaß. Und genau dasselbe haben wir auch in dieser Gesellschaft. Es gibt Leute in Chemnitz, die auf die Straße gehen, um nach Ausländern zu jagen. Und es gibt Leute in Chemnitz, die auf die Straße gehen, um für Flüchtlinge zu demonstrieren. Guck mal, der Unterschied. Ja? Es ist eine und dieselbe Stadt. Es gibt solche und es gibt solche. Und dementsprechend dürfen wir nicht den Fehler machen und alle über einen Kamm scheren. Allah Ta'ala erwarnt uns, wir haben das schon oft erwähnt, aber es ist wichtig, dass wir das immer wieder erwähnen. Weil auch wir Muslime dazu neigen, weil wir sind auch Menschen. Wir neigen auch dazu, alle über einen Kamm zu scheren. Aber Allah Ta'ala, er sagt was im Koran? Laysu sawa'a. Sie sind nicht alle gleich. Von den Leuten der Schrift. Min ahli kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana'a al-layli wa hum yasjudun. Unter den Leuten der Schrift gibt es welche qa'imah, in der Nacht aufstehen. Yatluna ayatillahi, welche die Worte Allahs rezitieren. Ana'a al-layli, in der Nacht. Wa hum yasjudun. Und sich niederwerfen vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und aufrichtig sind. Wie könnt ihr alle über einen Kamm scheren? وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِدُوا اعْدِدُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Und die Feindschaft eines Volkes und der Hass gegenüber einem Volk, weil sie euch bekämpft haben vorher und so weiter und so fort, darf nicht dazu führen, dass ihr nicht gerecht seid. Seid gerecht, das ist näher an der Gottesfurcht. Und hier sehen wir das nochmal sehr genau und sehr klar. Es gab, während der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Familie einlud, ein Wunder. Dies geht aus mehreren Überlieferungen hervor, die noch als authentisch eingestuft werden können. Und zwar, während diese 45 Männer, welche eingeladen waren beim Propheten sallallahu alaihi wasallam, aßen, wurde das Essen nicht weniger. Sie haben gegessen und das Essen wurde nicht weniger. Wie gesagt, es gibt eine Überlieferung, ja, es gibt also diesbezüglich mehrere Überlieferungen, die teils als authentisch eingestuft werden. Und zwar lud er sie ein und sie haben ein Kamel gegessen, ja, haben dann auch was getrunken und فَأَكَلُوا حَتَّ شَبِعُوا, sie aßen, bis sie satt waren. وَبَقِيَ الطَّعَامُ كَمَا هُوَ كَأَنَّهُ لَمْ يُمَسْ. Das Essen blieb aber so, als hätte es niemand berührt. Das heißt, alle sind satt geworden. Muss man sich vorstellen, du hast eine Einladung mit 45 Männern, die essen. Und sie essen und essen und essen. Und nach dem Essen sind sie gesättigt, aber das Essen ist immer noch so, als hätte es niemand angefasst. Und das war da bei der ersten Einladung so gewesen. Und das war ebenfalls bei der zweiten Einladung so gewesen. Und das zeigt uns auch etwas ganz, ganz Wichtiges. Etwas, was wir bei allen Propheten haben. Nämlich, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Aussagen und die Wahrhaftigkeit der Propheten immer wieder untermauert durch Wunder. Isa alayhi salam, er hat nicht einfach nur gepredigt, Jesus, sondern er hat vor den Augen der Menschen Wunder bewirkt. Tote zum Leben erweckt, leprakranke Menschen geheilt. Vor den Augen der Menschen. Sodass das noch einmal eine Bestätigung war. Weil die Menschen sind auch vorsichtig. Man muss auch vorsichtig sein. Es gibt viele Hochstapler. Man braucht einfach nur mal im Internet zu gehen und sich anzugucken, wer alles behauptet, Prophet zu sein. Oder welche Leute behaupten, dass sie Wunder bewirken können. Ja?
und von sich behaupten, irgendetwas Besonderes zu sein. Haben wir schon alles erlebt, wir haben das sogar hier erlebt, in der Dar es Salaam-Moschee. Ja? Könnt ihr euch erinnern, dass mal jemand kam und sagte, er sei Prophet? Könnt ihr euch erinnern? Ja? Ja? Mahdi und dann Jesus. Ja? Ja, haben wir sogar schon hier in der Dar es Salaam-Moschee gehabt. Ja? Und dann in Gedichtsform gesprochen hat, aber hat irgendwie keinen Sinn gehabt. Ja? Wie gesagt, ja? Es gibt Leute, die uns behaupten, aber wo sind die Belege? Erst einmal muss natürlich das, was jemand sagt, Sinn machen. Es muss Hand und Fuß haben. Etwas, was die Menschen ergreift. Ja, und da hat man das sehr, sehr schön erlebt, als dieser Mahdi hier war und dann gesprochen hat. Der hat zwar gedichtet, aber das hat keinen Sinn gemacht. Das war völlig sinnlos. Du merkst sofort, was sind das für Worte? Ja? Damit kannst du nur dich selbst erreichen. Und dann heißt es noch, ich habe auch eine eigene Homepage und Twitter-Account. Ja, das ist nicht etwas, was die Menschen ergreift. Aber dann kommt jemand, der ehrlich ist, und wir werden das gleich noch sehen, der vertrauenswürdig ist, der Worte sagt, die Sinn machen und dann auch noch solche Wunder bewirkt. Alles Zeichen von Allah, die noch einmal bestätigen, dass es sich wirklich um einen Propheten handelt. Und wie gesagt, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, nachdem er diese Offenbarung in Surat al-Shu'ara erhielt, er konzentrierte sich auf seine Familie. Er lud sie mehrfach ein. Und er versuchte zunächst erst einmal, sie zu gewinnen. Warum die Familie? Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Warum die Familie zuerst? Ein Grund ist, was würdet ihr sagen? Lasst uns mal vielleicht ein paar Gründe sammeln. Warum die Familie zuerst? Lasst uns mal gemeinsam immer machen. Warum die Familie zuerst? Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn deine Familie hinter dir steht, bei deiner Botschaft, die du verkünden möchtest, dann hast du viel mehr Kraft. Das größte Problem ist, wenn deine Familie dich im Stich lässt. Und Allah Ta'ala ergibt uns das Beispiel von einem Propheten, der im Stich gelassen wurde von seiner Familie. Kennt ihr dieses Beispiel? Einen Propheten, der im Stich gelassen wurde von seiner Familie. Nuh von seinem Sohn und von seiner auch Ehefrau und Lut. Und Allah Ta'ala, er beschreibt diese Geschichte von Lut sehr, sehr schön im Koran. Qala, er sagte Lut in Surat Hud, Vers Nummer 80. Lau anna li bikum quwwah, hätte ich doch euch gegenüber Kraft. Au awi ila ruknin shadid. Ja, oder dass ich mich auf eine sogar etwas Starkes stützen kann. Und wie gesagt, Lut alayhi salam fehlte diese Familie. Und es wird überliefert von unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dass er gesagt hat diesbezüglich, Rahmatullahi ala Lut. Allahs Barmherzigkeit sei auf Lut. Laqad kana ya'wi ila ruknin shadid, fama ba'ath Allahu ba'dahu min nabiyyin illa fi tharwatin min qawmin. Allahs Barmherzigkeit sei mit Lut. Er hat sich auf etwas Festes gestützt, auf Allah subhanahu wa ta'ala, gar keine Frage. Aber es fehlte ihm diese Unterstützung der Familie. Und dementsprechend schickte Allah Ta'ala keinen Propheten nach ihm, außer dass er Leute um sich herum hatte, auf die er sich stützen konnte. Er hatte weder Familie gehabt, außer seine beiden Töchter, die ihm nicht wirklich helfen konnten, noch hatte er wirklich Anhänger gehabt. Das heißt, er war auf sich allein gestützt. Anders als beispielsweise Shu'aib alayhi salam. Shu'aib alayhi salam hatte eine Anhängerschaft und er hatte eine starke Familie. Und dementsprechend, was sagt Allah Ta'ala in Surah Hud, Vers Nummer 91? وَلَوْ لَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ. Und wäre nicht dein Rahd gewesen, die Leute, deine Anhänger, dann hätten wir dich gesteinigt. وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ. Du bist für uns nichts wert. Vor dir haben die keine Angst. Das Problem ist, wenn wir dir etwas tun, was passiert dann? Dann stehen deine Anhänger auf und werden sich gegen uns wenden. Es wird zu einem Bürgerkrieg kommen. Wir schaffen das nicht allein. Und dementsprechend sehen wir, die Familie ist unglaublich wichtig. Und deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass das Jahr, in dem die beiden Stützen aus der Familie unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam gestorben sind, nämlich Abu Talib und seine Frau Khadija radiallahu anha, dass dieses Jahr als das Jahr der Trauer bezeichnet wurde. Das sind nicht irgendwelche, es ist einmal die äußere Stütze gewesen und einmal die Stütze nach innen, die seelische Stütze, eine Frau, die ihn seelisch unterstützt hat. Und dann Abu Talib, der ihn nach außen hin unterstützt hat, weil jeder hatte Angst, sich gegen Abu Talib zu wenden, weil er Ansehen hatte. Er war nicht reich gewesen, aber er hatte Ansehen gehabt.
Er war jemand Wichtiges gewesen in Mekka. Die Leute haben auf ihn gehört, sie haben ihn respektiert. Und demnach, auf der einen Seite ist es eine Unterstützung. Und es ist dementsprechend nicht verwunderlich, dass gerade Abu Bakr as-Siddiq diese hohe Stellung bei Allah hatte. Warum? Weil es war die gesamte Familie, die an seiner Seite stand. Wenn du aber allein bist, deine Frau dich nicht unterstützt in dem, was du tust, deine Eltern dich nicht unterstützen, deine Geschwister dich nicht unterstützen, dann fühlst du dich allein. Du fühlst dich schwach. Du hast das Gefühl, dass niemand wirklich dich versteht. Und demnach ist es so wichtig, dass zunächst erst einmal die Familie an deiner Seite steht. Und deswegen mein Ratschlag an alle Geschwister, Brüder und Schwestern. Es ist unglaublich wichtig, sich den richtigen Ehepartner auszusuchen. Der Ehepartner, mit dem du Tag und Nacht verbringen wirst. Wenn er nicht jemand ist, der mit dir in Bezug auf dein Islamverständnis und in Bezug auch auf dein Verständnis, sich für den Glauben einzusetzen, übereinstimmt, dann hast du immer einen Bremser in deinem Leben. Und es kann sogar sein, dass diese Person dich davon abbringt, dein Ziel zu erreichen. Und deswegen an die Schwestern und an die Brüder, das gilt für beide im gleichen Maße. Es ist unglaublich wichtig, bei der Auswahl des Ehepartners, und viele sind hier noch nicht verheiratet, achtet darauf, wer unterstützt mich bei dem Erreichen der Ausübung meiner Religion. Dass ich mich auch weiterhin, nachdem ich geheiratet habe, für meinen Glauben einsetzen kann. Wisst ihr, wie viele Schwestern und Brüder es gibt, die geheiratet haben, die vorher, bevor sie geheiratet haben, aktiv waren in der Moschee und nachdem sie geheiratet haben, man sie nie wieder gesehen hat? Weil der Ehepartner sie davon abgehalten hat. Ja, es ist wirklich so. Das ist jetzt nicht irgendwie was. Ich sage nicht, dass sie gar nicht mehr praktizieren. Ich sage auch nicht, dass sie nicht mehr beten. Das ist natürlich nochmal eine Stufe. Es gibt auch solche Fälle, wo Leute jemanden heiraten, der nicht praktiziert und diese Person ihn dann runterzieht. Das heißt nicht umgekehrt, du ihn ziehst, sondern er zieht dich. So weit geht es auch. Aber ich rede jetzt über Muslime. Ja? Und sie werden dann dadurch runtergezogen. Und schaffen es nicht mehr aktiv zu sein. Warum? Weil sie immer jemanden haben, der sie bremst, der sie aufhält. Und deswegen ist es so wichtig, dass ich Unterstützung in meiner Familie habe. Das ist das Erste. Was ist noch ein Grund, warum man mit der Familie beginnen sollte? Wie spät ist es denn jetzt? Ich will nicht überziehen. Auch wir haben noch ein bisschen Zeit. Schau. Was ist noch ein Grund, weshalb man mit der Familie beginnen sollte? Die Schwestern, haben Sie eine Idee? Habt ihr eine Idee, Schwestern? Warum mit der Familie zuerst? Der Grundbaustein einer Gesellschaft, richtig, ja. Und, vielleicht ganz, ganz wichtig, ja. Sie können seine Wahrhaftigkeit am besten bestätigen. Aber jetzt, warum muss ich mit Ihnen zuerst beginnen? Ich rede jetzt nicht nur über den Propheten. Ja, weil du die größte Verantwortung ihm gegenüber trägst. Allah wird dich am jüngsten Tag nach deiner Familie befragen. Ja, ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. O, die ihr glaubt, schützt euch selbst und eure Familie vor einem Feuer. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ dessen Brennstoff Menschen und Steine sind, möge Allah uns davor bewahren. Wir tragen Verantwortung. Und deswegen sagt unser Prophet sallallahu alaihi wasallam was? Er sagt, كُلُّكُمْ رَاعٍ jeder von euch ist ein Hirte. وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عن رعيته und jeder ist verantwortlich für seine Herde. الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. Der Mann ist ein Hirte in seiner Familie und verantwortlich für seine Herde. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. Und die Frau, sie ist Hirtin im Hause ihres Ehemannes und sie ist verantwortlich für ihre Herde und so weiter und so fort. Wir tragen Verantwortung und deswegen unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat damit begonnen. Und nachdem jetzt unser Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Familie mehrfach eingeladen hat zu sich nach Hause und somit der Aufforderung Allahs nachgekommen ist, in bester Weise und nicht aufgegeben hat, kommt jetzt kurz darauf, es hat nicht lange gedauert, die Gelehrten sagen fast parallel, eine weitere Aufforderung. Welche Aufforderung ist das denn?
Nein, das war gleich am Anfang. Das war, wir reden jetzt schon, sind schon 3 Jahre weiter jetzt. Eine weitere Aufforderung. Nachdem er jetzt seine Familie klar und deutlich einladen sollte, kommt jetzt ein weiteres göttliches Gebot und läutet eine neue Phase ein. Diese Phase, wo es nur um die Familie ging, war relativ kurz. Öffentlich. Und zwar, welcher Vers wird jetzt offenbart? Der Vers Nummer 94 in Surat al-Hijr. Welche Nummer hat Surat al-Hijr? Weiß das jemand? Was? Hey, ich bewundere Harun. Allah, subhanallah. Wallah, ich kann das nicht, ja? Nummer 15, ja? Surah 15, Vers Nummer 94. Fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil mushrikin inna kafaynaka al mustahzi'in. Was heißt das? Fasda bima tu'mar. Sada'a bedeutet so viel wie hervortreten. Suda'a sind Kopfschmerzen, ne? Irgendwie arabisch können. Das ist etwas, was würde jemand klopfen gegen den Kopf, oder? Ja, du hast das Gefühl, irgendwas brummt in deinem Kopf, ja, als würde jemand dagegen klopfen. Ja? Fasda' von Sada'a, nach außen treten. Bima tu'mar, mit dem, was dir befohlen wurde. Wa a'rid 'anil mushrikin, und wende dich von den Götzendienern ab. Also es ist nicht die Zeit, dich mit ihnen auseinanderzusetzen. Sondern deine Aufgabe ist jetzt welche? Deine Aufgabe ist es jetzt einfach, die Botschaft Allahs öffentlich zu verkünden. Und dann, inna kafaynaka al-mustahzi'in. Wir übernehmen für dich die Spotter. Mach dir mal keine Sorge. Es wird zwar Gegenwehr geben, es wird dich leicht werden, und wir werden auch das noch sehen, inshallah ta'ala. Aber wir übernehmen sie für dich. Deine Aufgabe ist es jetzt, die Botschaft Allahs öffentlich zu verkünden. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er bekommt diese Offenbarung, und was tut er? Er zögert nicht lange. Und die Geschichte ist jetzt im Allgemeinen bekannt. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er geht auf den As-Safa an einem Morgen. Der Hügel As-Safa. Müsst ihr euch vorstellen, Mekka, ich komme ja gerade aus Mekka, und es ist immer wieder interessant, das zu sehen. Ja, wir haben uns noch diesmal auch das Haus des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, das Geburtshaus des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, angeschaut. Es ist direkt neben Al-Marwa. Das sind vielleicht 200 Meter zu Al-Marwa oder 300 Meter. Und zu As-Safa sind das vielleicht 400 Meter. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, also du musst dir vorstellen, Mekka, eine kleine Stadt. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er geht direkt zum As-Safa neben der Kaaba. Geht auf den Hügel und ruft, ja, Sabaha! Ja, also wie nach dem Morgen, nach den Worten so, einen guten Morgen! Also er will sozusagen die Leute aufmerksam machen auf sich. Ja, Bani Fihr! Ja, Bani Adi! Und er ruft jetzt die einzelnen Unterstämme der Quraysh. Und sie kommen. Und sie versammeln sich. Selbst wenn jemand nicht die Möglichkeit hatte, selbst zu kommen, weil er beispielsweise verantwortlich war für etwas, hat er jemanden geschickt, der sich das anhören soll. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, nachdem sie sich versammelt haben, stellt er ihnen eine Frage. Weisheit. Er sagt, أَرَأَيْتَكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا بِالْوَادِي تُرِيدُ أَن تُغِيرَ عَلَيْكُمْ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِينَ. Was würdet ihr sagen, wenn ich euch berichten sollte, dass im Tal eine Armee ist, welche versucht, euch anzugreifen? Würdet ihr mir glauben? Woraufhin alle antworteten, ohne zu zögern. Nein, natürlich. Ma jarrabna alayka kathiba. Ma jarrabna alayka illa sidqa. Wir haben noch nie erlebt, dass du gelogen hast. Wir haben bisher immer nur erlebt, dass du die Wahrheit gesprochen hast. Du bist der As-Sadiq al-Amin, und jetzt zahlt sich das aus. Sei dir sicher, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester. Früher oder später zahlt sich die Ehrlichkeit immer aus. Manchmal ist es so, du denkst, durch eine Lüge kannst du schneller an dein Ziel gelangen. Und durch die Ehrlichkeit dauert es länger. Aber sei dir sicher, am Ende zahlt sich die Wahrheit und die Ehrlichkeit immer aus.
Weil es gibt kein größeres Gut, kein wertvolleres Gut. Was ist los? Ausgang? Nichts, jemand hat geschrieben. Ist egal. Es gibt nichts Wertvolleres, als dass die Leute dir glauben. Du kannst Millionen besitzen. Wenn die Menschen dir nicht glauben, dann hast du ein Problem. Wenn die Menschen dir nicht vertrauen, dann hast du im Grunde genommen dein Kapital verloren. Das wichtigste Gut, was du überhaupt besitzen kannst, ist, dass die Menschen dir glauben, dass sie wissen, dass du ehrlich bist. Dass sie wissen, wenn du ihnen etwas sagst, dann stimmt das auch. Und das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass die Menschen dir irgendwann einmal nicht mehr glauben. Und dass sie dir nicht vertrauen können. Und unser Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, er hat sich das 40 Jahre lang hart erarbeitet. Indem er immer die Wahrheit gesagt hat. Indem er immer das anvertraute Gut zurückgegeben hat. Sodass er sich diese beiden Namen, As-Sadiq al-Amin, wirklich erarbeitet hat und auch verdient hat. Und jetzt kommt der Moment, wo er diese beiden Titel As-Sadiq al-Amin braucht. In dieser Situation, wo er sie fragt. Würdet ihr mir glauben? Natürlich würden wir dir glauben. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam antwortete, فَإِنِّي نَذِيرُ لَكُمْ Ich bin ein Warner zu euch. بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ Vor einer harten Strafe. Abu Lahab war wieder anwesend gewesen, wie immer. Und er sagte, تَبَّنْ لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ Verflucht soll dein restlicher Tag sein. أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا Hast du uns deswegen wieder versammelt? Woraufhin Allah subhanahu wa ta'ala welche Surah herabsandte. تَبَّتْ يَدَ أَبِي لَهَبٍ وَتَبْ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبْ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ Entschuldigung, habt ihr Wasser oder so? سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبْ وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبْ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَسَدْ Zugrunde gehen sollen die Hände von Abu Lahab, zugrunde gehen sollen sie. Weder wird ihm das nützen, was er sozusagen erworben hat, sein Vermögen, noch das, was er erworben hat. Er wird eintreten in ein loderndes Feuer bis zum Ende der Sura. Und hierin liegt an sich schon ein Wunder. Wie viele Menschen, die den Propheten sallallahu alaihi wasallam und die Muslime angefeindet haben, sind später Muslime geworden. Wie viele? Sehr viele. Selbst die Erzfeinde. Nennt mir mal ein paar Erzfeinde, die später Muslime geworden sind. Khalid ibn Walid. Umar ibn Khattab. Abu Sufyan. Um nur drei Namen zu erwähnen. Hind, die Frau von Abu Sufyan, die den Onkel des Propheten geschändet hat, sein Leichnam, ist Muslimin geworden. Ja? Wer ist noch Muslim geworden? Ja? Hier, wie heißt der, der ihn getötet hat? Wahshi. Der Prophet, als er Muslim geworden ist, er konnte nicht in seine Augen schauen. Muss man sich ja vorstellen. Unser Prophet hat sich gefreut, wenn jemand Muslim geworden ist. Der einzige Mensch, bei dem er sich nicht gefreut hat, am Anfang, auch wenn er ihm später verziehen hat, war wer gewesen? War Wahshi gewesen, der seinen Onkel auflauerte bei der Schlacht von Uhud. Der seinem Onkel auflauerte bei der Schlacht von Uhud und ein Speer auf ihn warf, der ihn durchdrang und dadurch starb. Als er zu ihm kam, und den Islam annahm, wollte der Prophet nicht in sein Gesicht schauen. Aber er hat es akzeptiert. Und Allah hat ihm vergeben. Und er hat ihm auch vergeben später. Aber worauf möchte ich hinaus? Die schlimmsten Feinde, Amr ibn al-As, sind später Muslime geworden. Und stellt euch mal vor, diese Sura wäre offenbart worden. Und später wäre Abu Lahab zum Islam konvertiert. Das wäre der beste Beleg dafür, dass der Koran nicht von Allah ist. Diese Sura sagt ganz klar, er ist in der Hölle. Und wie funktioniert das, wenn er später den Islam annehmen und bereuen sollte? Und nicht nur er alleine, sondern auch seine Frau Umm Jamil. Und daran sehen wir, dieses Wort ist nicht das Wort eines Menschen. Dieses Wort ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala. Und wie gesagt, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er versammelte sie in einer anderen Überlieferung, heißt es wie folgt, es gibt ja mehrere Versionen, und zwar
sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam daraufhin zu den einzelnen Stämmen: Anqidhu anfusakum minan nar, rettet euch vor der Hölle. Und dann am Ende sagte er etwas ganz Wichtiges: Ya Fatimatu, anqidhi nafsaki minan nar, o Fatima, rette dich vor der Hölle. Fa inni la amliku lakum minallahi shay'a, weil ich kann euch vor Allah nicht helfen. Und jetzt sagte er: Ghayra anna lakum rahiman sa'abulluha bi bilaliha. Ganz wichtig. Außer, dass wir eine Verwandtschaftsbande haben, welche ich versuchen werde zu pflegen. Unglaublich wichtig. Es gibt manche Muslime, die glauben, nachdem sie den Islam angenommen haben, sie müssten in irgendeiner Weise sich jetzt von allen trennen, von ihrer Familie trennen. Nein. Meine Familie bleibt meine Familie. Und meine Familienbande muss ich weiterhin aufrechterhalten. So wie es unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam hier gesagt hat. Gleich in seiner ersten öffentlichen Predigt sagt er: Ghayra anna li anna lakum rahima. Nur ist es so, dass wir verwandt sind miteinander. Fasa'abulluha bi bilaliha. Ich werde sie feucht halten. Ich werde sie feucht halten. Also mit anderen Worten, ich werde diese Verwandtschaftsbande aufrechterhalten. Und deswegen noch einmal eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit für neue Muslime, für neu praktizierende Muslime. Eure Familie bleibt eure Familie. Deine Eltern bleiben deine Eltern. Deine Schwestern, deine Brüder bleiben deine Brüder. Deine Cousins bleiben deine Cousins. Auch wenn sie nicht praktizieren, sie haben trotz allem ein Anrecht auf dich. Was ist dieses Anrecht? Es sind deine Verwandten. Versuch gut zu ihnen zu sein. Versuch die Familienbande so gut du kannst zu pflegen. Gerade als praktizierender Muslim solltest du besser sein als sie. Und solltest versuchen, sie noch mehr zu pflegen, als du sie vorher gepflegt hast. Das ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala von uns verlangt. Und das ist das, was unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam hier auch getan hat. Eigentlich wollte ich heute mit euch noch auf jetzt die weiteren Reaktionen der Quraysh auf die Veröffentlichung der Dawah und die Verkündung der Dawah in der Öffentlichkeit sprechen. Aber wir haben uns zu lange aufgehalten mit der Familie, was ein ganz, ganz wichtiger Aspekt gewesen ist. Aber das war die erste Reaktion von Abu Lahab. Aber es sollten noch weitere Reaktionen folgen. Und zwar sehr heftige Reaktionen. Und zwar hat sich jetzt die gesamte Gesellschaft gegen die Muslime gestellt. Und sie haben alles genutzt, was in ihrer Macht stand, um den Propheten und seine Anhänger und die neue Botschaft zu bekämpfen. Und wir werden uns in der nächsten Woche, inshallah, dies etwas ausführlicher anschauen. Und werden auch sehen, dass es viele Parallelen gibt zwischen dem, was damals geschehen ist, zur Zeit des Propheten zu Hause, und zwischen dem, was heutzutage geschieht, hier in unserer Gesellschaft. Man muss das irgendwie ausstellen. Ich weiß nicht, wie man das macht. Hat mal letztes Mal jemand gemacht. Hier in unserer Gesellschaft, aber nicht in unserer Gesellschaft, sondern auch in muslimischen Gesellschaften. Weil die muslimischen Gesellschaften leider sich auch wehren gegen jegliche Form von Reformation und Veränderung. Und darüber werden wir inshallah das nächste Mal ausführlich sprechen, wie es in der Al-Sawajal. Bis hierhin möchte ich heute kommen, inshallah. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر